Also das Enttarnen von Fake News ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Es gibt viele Wege, sich davor zu schützen und den Einfluss davon zu mindern. Das Problem ist allerdings, dass viele Fake News halt genau damit spielen, dass sie Leute in ihren Vorurteilen bestätigen. Und wenn ich als jemand, der schon eine besonders ausgeprägte Meinung hat, etwas vorgesetzt bekomme, wo ich denke, boah, das bestätigt genau das, was ich immer gedacht habe, das muss so sein, dann wollen viele Leute es auch gar nicht überprüfen. Und selbst wenn sie mit der Überprüfung konfrontiert werden, das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit, dann sind sie nicht erleichtert, dass ihnen jemand gesagt hat, hey, warte mal, du bist auf was reingefallen, sondern sie fühlen sich vielmehr angegriffen, irgendwie in ihrem Stolz oder so oder was auch immer, von wegen, ja, jetzt lässt man sie blöd dastehen oder was auch immer. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich Leuten zum Beispiel in meinen Videos auch Fake News auseinandernehme und die Leute sagen, ja gut, dann ist das hier vielleicht echt falsch gewesen, aber trotzdem, im Endeffekt ist es doch trotzdem richtig. Also man dringt einfach nicht mehr durch, es ist ganz schwer zu beschreiben.